Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Let's Go Pikachu, wo wir uns heute auf den Weg machen werden nach Azuria City zu unserem zweiten Arena-Orden. Ja, das würde ich jetzt theoretisch sagen, wenn wir uns wirklich auf den Weg nach Azuria City machen würden. Doch wir müssen uns noch einmal in den Mondberg begeben. Denn eine Sache aus dem letzten Part hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Wir waren durch den gesamten Mondberg ja gegangen und haben keinen einzigen Mondstein gefunden. Obwohl ich mir ja eigentlich ja sicher war, dass es im Mondberg den Mondstein gäbe, wodurch sich dann unser Pokémon King später mal zu, na ihr wisst ja schon, Nidoking weiterentwickeln würde. Tja, aber wir haben es nicht gefunden. Weshalb mich das Ganze ein bisschen stutzig gemacht hatte. Und ich so gedacht hatte, könnte es denn sein, dass es jetzt den Mondstein auch in Prismania City im Kaufhaus zu kaufen gibt? Ebenso wie Feuerstein, Blattstein, Donnerstein? War so mein Gedanke. Dann habe ich nachgeguckt und ratet mal, wo es dann den Mondstein gibt. Ja, im Mondberg. Und wisst ihr, wie wir den übersehen konnten? Indem wir anstatt Pikachu oder Evoli, kommt, ist je nach Edition, Paras hier hinter uns haben. Denn, um den Mondstein zu finden, müssen wir auf ein, naja, im zweiten Untergeschoss. Warte mal, das ist doch falsch. Hey, warte mal. Zurück in den Pokéball, so. Zurück in den Pokéball und dann, wartet mal, langt das schon? Okay, es müsste, wie es aussieht, jetzt schon langen. Okay, Bericht bewegen, Namen ändern. Ja, es müsste jetzt schon langen, wenn Pikachu so hier auf der Schulter ist. Und wenn nicht, na, ein anderes Pokémon draußen ist aus dem Pokéball. Obwohl, wir können eigentlich auch nochmal kurz bewegen. Na? Nein, das bringt nichts, also ist es jetzt richtig. Gut, ja. Denn um den Mondstein zu finden, muss Pikachu nämlich hier nach dem Mondstein suchen. Okay, Pikachu oder Evoli müssen nach dem Mondstein hier suchen. Und der soll sich in irgendeinem Krater hier befinden, habe ich gelesen. Irgendein Krater im... Ah, sieh mal an. Das war zwar ein bisschen unerwartet, aber... Jetzt laufen hier aber auch noch ein bisschen mehr Pipis rum. Hey! Das ist so uncool, Alter! So! Geht doch! Hatte ich eigentlich schon einen Zubat gefangen? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Okay, es sieht so aus, als hätte ich einen Zubat schon mal gefangen. Aber trotzdem, wir fangen jetzt noch mal eins. Ist ja auch wirklich nicht schlecht! Natürlich, wenn wir... den Ball richtig werfen. Ist natürlich auch gut. Gut, also nochmal. Ja, der Mondstein soll sich in irgendeinem Krater hier befinden. Im Mondberg. Irgendwo im zweiten Untergeschoss. Ah, gut. Die Seekönigin erreicht Level 9. Das ist wirklich gut. Sind also nur noch 11 Level. Warte mal. Ja, wir hatten doch schon mal einen Zubat gefangen. Ja, und jetzt ist hier Pipi. Hier ist jetzt nix. Also warte mal, was war das? Also in irgendeinem Krater im zweiten Untergeschoss habe ich gelesen, dass man dort den Mondstein finden soll. Aber ich denke mal hier jetzt nicht, oder? Nein, hier habe ich jetzt auch nichts gefunden. Okay, die Team Rocket Mitglieder sind noch hier. Aber wie sieht man eigentlich, ob Pikachu jetzt was gefunden hat oder nicht? Pikachu ist ja jetzt nicht hinter uns. Okay, das ist auch nicht der Krater, wie es aussieht. Tja, irgendwo im zweiten Untergeschoss. Okay, jetzt ist hier auch wieder ein Pipi. Interessant. Jetzt, wo wir hier eigentlich fertig sind, dann finden wir also Pipis. Na gut, noch ein Zubat. Na, was soll's, die Flucht ergreifen wir erstmal. Dieses Zubat brauchen wir nicht hier. Wir brauchen jetzt den Mondstein.
Nee, auch nicht. Pikachu soll eigentlich wirklich irgendwie eine Reaktion haben. Ist er aber jetzt auch nicht hier. Und Pikachu macht ja aktuell wirklich überhaupt nichts hier. Okay. Ne, Pikachu ist ruhig wie ein Fleckmon. Ruhig wie ein Fleckmon ist Pikachu hier und macht überhaupt nichts. Also es war auch wieder die falsche Ebene. Und das hier sowieso nicht das Untergeschoss, ist eher das Erdgeschoss. Onyx! Nice! Onyx hatten wir bis jetzt noch nicht gefangen. Riesig! Ein riesiges, wildes Onyx. Gut, dann nehmen wir erstmal die Beere hier. Setzen wir mal ein. Und dann noch den Super... Oh, verdammt nochmal, wir haben nur noch zwei Superbälle. Okay. Der muss... Nein! Okay, dieser Superball muss sitzen. Na toll. Okay. Zielen. Zielen. Und los. Sag mal, was ist denn da jetzt? Los. Hallo. Los. Nein. Komm schon. Besser zielen. Sag mal, wieso wirft denn jetzt schief hier? Wartet mal. Hä? Okay. Hey, das ist unfair langsam. Okay, jetzt hat's geklappt. Ich musste irgendwie anders jetzt sitzen. Was ist denn das denn jetzt hier? Okay, Mist, das war knapp. Ich weiß. Ich weiß, das war jetzt knapp. Okay. Jetzt aber. Sag mal, was ist denn das jetzt? Okay, noch einmal. Diesmal wieder in eine andere Richtung. Okay, dieser Wurf war jetzt gut, aber irgendwie hat jetzt meine Fernbedienung wohl eine Macke. Ja, irgendwie hatte meine Fernbedienung jetzt ein bisschen eine Macke. Ich musste mich ein paar Mal umsetzen jetzt. 135 Erfahrungspunkte auch noch. Das war nicht übel jetzt. Ganz und gar nicht. Und dafür haben wir jetzt auch noch einen Onyx gefahren. Es gräbt das in einer Suche nach Futter mit irrsinniger Geschwindigkeit lange Tunnel, in denen sie später Dicta einnisten. Nicht übel, ein weibliches Onyx. Gut, aber trotzdem zweites Untergeschoss. Ist das jetzt hier richtig? Na, Pikachu ist immer noch so stumm wie ein Stummfisch. Warte mal, kann es sein? Seht ihr auch das gleiche, was ich sehe? Pikachu bewegt seinen Schwanz. Bedeutet das jetzt also, wir sind hier richtig? Okay, jetzt auf einmal konnte ich wieder richtig werfen mit der Fernbedienung. Eigenartig. Vielleicht muss ich die mal wieder aufladen. Okay, noch einmal. Okay, es hat noch einmal geklappt. Aber ich glaube wirklich, ich muss die Fernbedienung wohl mal wieder aufladen. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Ah, aber jetzt kann ich auch einmal wieder richtig werfen. Bei Onyx hatte ich jetzt wirklich Probleme gehabt. Und ich weiß beim besten Willen jetzt nicht, weshalb. Tja, okay, 25 Erfahrungspunkte. Nicht übel. Toad erreicht jetzt auf jeden Fall Level 13. Gut, Zubat wurde in die Pokémon-Box gelagert und... Ja, Pikachu wedelt mit dem Schwanz. Oh, und wir haben jetzt wirklich den Mondstein gefunden. Gott, das ist exzellent. Und jetzt ist hier nichts mehr. So, als nächstes würde ich dann meinen Fluchtseil jetzt benutzen. Und hoffen, dass wir jetzt in der richtigen Seite des Mondberges herauskommen. So, Fluchtseil. Ja, Route 4. Wir sind jetzt richtig hier. Gott. Also, ich denke mal, dann reiten wir jetzt erstmal auf Onyx. Du setzt deine Reise an der Seite von Onyx fort. Gut. Yeah. Wir... Oh nein. Das war sie falsch jetzt.
Paraheiler, gut. Aber wer wollte nicht schon mal auf einen Onyx, auf ein Onyx reiten? Verdammt mal, ist jetzt schon wieder... Hä? Das war komisch. Aber ja, 5 Pokébälle gefunden. Nicht übel. Aber wer wollte nicht schon mal auf ein Onyx reiten? Frag ich mich. Yeah. Reiten auf ein Onyx. Das ist doch ganz und gar nicht übel. Sprühdose Schutz. Ja. Reiten auf ein Onyx. Das sieht doch nicht so übel aus. Reiten auf ein Onyx. Reiten frei Haus. Noch ein Pokéball, aber ich denke mal, das ist hier die falsche Gegend, um zu reiten mit einem Onyx. Ja. Ah, sieh mal, wir sind hier schon richtig. Da ist das Wasser. Da ist das Wasser. Da ist das hohe Gras. Hier gibt es Sandan. Hatten wir Sandan schon mal gefangen? Ja, ich glaube schon. Da gibt es Sandan. Und noch so viel mehr. Denke ich mal. Aber jetzt wollen wir doch erstmal wieder Paras an unsere Seite holen. Gott. Paras ist jetzt an unserer Seite. So können wir dann schon mal ein bisschen... Ah, 3 Superbälle. Das ist gut, weil hier in der Gegend soll man auch Glumanda fangen können. Also jenseits der Nuggetbrücke. Okay, hier sehe ich bisher bloß Sandan, Mankey. Sind allerdings ja schon alles Pokémon, die ich schon mal gefangen habe. Glaube ich doch. Sandan hatte ich doch schon mal. Ein winziges Sandan. Ja, Sandan hatte ich gefangen. Okay, Sandan, komm in den Pokéball. Oh, verdammt, das war nix. Okay, noch einmal. Okay. Sandan, komm in den Pokéball. Sandan, du willst also nicht mitkommen. Okay, wie sieht's jetzt aus? Los! Einfach fabelhaft. Gut, damit müssten wir Sandan jetzt auch gefangen haben. Wunderbar, sag ich da. So. Erfahrungspunkte 132? Robustbonbon. Also, wisst ihr was? Ich denke mal, ich fange noch einen Sandan ein. Ja, ist glaube ich nicht übel. Wir fangen jetzt mal noch... Warte mal, Habitak hatte ich eigentlich auch schon mal gefangen, oder? Ja. Auf jeden Fall. Noch mehr Habitaks? Okay. Ja, die Sprühdose Lockduft will ich auf jeden Fall erst später benutzen. Und mit später meine ich ja, dass wir es für Glumanda benutzen. Weil Glumanda ist ja eigentlich auch nicht so ein Pokémon, was einfach so hier in der Gegend herumläuft. Ansonsten hätten wir im Vertania-Wald ja auch schon Bisasam fangen können. Wir hätten Bisasam zwar nicht ins Team aufgenommen, aber trotzdem... Ah, gut, jetzt Seekönigin Level 10. Das ist exzellent! Noch 10 Levels, dann wird aus der Seekönigin eine große Seekönigin. Gut! Und King erreicht Level 16. Gut! Nanu, King entwickelt sich. Das ist ja gut. Und ich wusste das jetzt nicht. Muss ich sagen. Aber die Entwicklung hier. Die sieht wirklich genial aus. Bam! Badass! Dein King wurde zu einem Nidorino. Oh yeah! Nidorino! Nidorino, das Horn dieses Pokémon sondert im Kampf ein sehr starkes Gift ab, wenn es den Gegner trifft. Gut. Oh, und Habitak haben wir natürlich auch nochmal. Hier. Na, wir haben wohl keine Bonbons. Oh, verdammt nochmal. Ja, wieder mal eine Radfratz. Also, ich sagte, wieder mal eine Radfratz. Sag mal, was ist denn das jetzt? Wieder mal ein Radfratz. Was? Wieder mein Radfatz! So, geht doch! 1, 2, 3, Jacko! Gut!
Ratfratz wurde gefangen. 31 Erfahrungspunkte. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich würde mal sagen, das Aufleveln später wird ein bisschen schwierig. Wir brauchen ja hier und da wirklich eine Menge Pokebälle. Okay, noch einmal. Los! Na bitte, langsam habe ich den Dreh wieder raus. Aber bei Onyx? Das war ja überhaupt nichts gewesen. Gut, Ratfratz wurde gefangen. Yippie! Flottbonbon! Interessant, jetzt kriegen wir auf einmal hier Bonbons. Und ich... fangen sie ihre zwei, weiter so. Na gut. Aber ich frage mich jetzt langsam, wie wird das Ganze wohl in der Arena jetzt sein? Theoretisch... sieh mal an, ein Trainercoach. Vor dem Eingang der Azuria-Höhle. Aber trotzdem, Azuria City, die Stadt mit den azurblauen Dächern und... Pikachu, was ist? Oh, ein Springbrunnen! Willst du dorthin? Na gut, hier bitte. Der Springbrunnen plätschert vor sich hin. Möchtest du aber das Geld in den Brunnen werfen? Ja, warum nicht? 500 Pokédollar. Bringt das Glück? Du hast 500 Pokédollar in den Brunnen geworfen. Das gefällt Pikachu. Irgendwie sieht Chikara ein kleines bisschen glücklicher aus als zuvor. Och, warum auch nicht? Nicht übel, aber... was ist jetzt los? Na, was ist denn jetzt hier? Magst du den Springbrunnen auch? Torb beäugt offenbar interessiert den Springbrunnen. Und hat noch irgendwas für uns gefunden? Oh, Torb wurde nass gespritzt. Aber irgendwie scheint es ihm zu gefallen. Nicht schlecht und... Was ist das denn? Ach, der Fahrradladen! Es gibt ja auch noch Fahrräder? Das ist gut, aber... sieht nicht gerade so gut aus. Ist meine Fahrradsammlung nicht der Hammer? Ich lasse dich nicht mit ihnen fahren und sie stehen auch nicht zum Verkauf. Aber du darfst sie dir so lange anschauen, wie du willst. Interessant. Es ist also kein Fahrradladen mehr. Ich reite gerne auf Pokémon, aber Fahrräder sind auch cool. Ja, weil man ja auf Pokémon hier im Spiel reiten kann, braucht man natürlich ja kein Fahrrad mehr. Ich freue mich zwar immer, seltene Fahrräder zu sehen, aber der Fahrradmaniac ist eine totale Quasselstreppe. Warte mal. Kennen wir eins von den Fahrrädern da? Könnten natürlich jetzt Fahrräder... Oh Gott. Ja, der ist wirklich fahrradverrückt. Ich kenne sonst niemanden, der Bilder von seinem Fahrrad an der Wand hat. Ja, es gibt ja welche, die ihr Fahrrad an der Wand haben, aber ja nicht anders. Du arbeitest in der Pokémon-Enzyklopädie? Klingt nach einem schönen Zeitvertreib. Alter. Jo, Alter. Das ist ein schöner Zeitvertreib, Alter. So. Und nun heilen wir unsere Pokémon. Und gehen dann gleich erstmal zur Arena rein. Das finden wir ja ganz fein. Ja, ist wirklich sehr fein. Und ich denke mal, es wäre jetzt der perfekte Augenblick, dass Paras noch ein bisschen leveln kann. Aber erstmal schicken wir natürlich ein paar andere Pokémon, Onyx zum Beispiel, aus dem Team raus, ebenso wie Zubat. Gut. Und im nächsten Part werden wir dann ja mal zum einen die Nugget-Brücke machen und zum anderen... sieh mal, da ist ja wieder so ein Pädophiler mit einem Lolli. Oh, dein Pikachu sieht aber äußerst vielversprechend aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Lage ist, eine der neuen Attacken zu lernen, die ich erschaffen habe. Möchtest du, dass ich mir eine meiner fantastischen Attacken beibringe? Ja. Britzelturbo. Chikara versucht, Britzelturbo zu erlernen. Soll eine bekannte Attacke durch Britzelturbo ersetzt werden? Ja. Interessant, eine neue Elektroattacke. Britzelturbo. Dann machen wir doch mal... die Donnerwelle weg. So. 1, 2 und schwupp.
Chikara Donner will er vergessen und Britzelturbo erlernt. Es ist wichtig, einen guten Draht zu deinem Pokémon zu haben. Achte darauf, dass ihr stets fantastisch miteinander auskommt. Sagte der pädophile Dompteur. Mal im Ernst, welcher normale Dompteur läuft mit einem Lolli rum? Darüber habe ich mich auch schon mal beschwert im Pokémon Gelb. In der Arena von Saffronia City. Aber mal im Ernst, welcher normaler Mensch läuft mit einem so großen Lolli in der Hand herum? Als Erwachsener. Tja. Wirklich eigenartig. So. So, Toddy. Du wirst jetzt erstmal uns, für uns den Sieg holen. In der Arena von Azuria City. Und warte mal. Steht da hinten einer von Team Rocket? Ich denke ja. Das dürfte sich in diesem Spiel auch nicht geändert haben. So. Halli, hallo, hallöle. Oh, sieht das schön aus. Viele Bikini-Ladies. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Kennst du Misty, die Arena-Leiterin von Azuria City? Sie ist ziemlich stark und sieht besser aus als in der ersten Generation. Deshalb darf ich leider nur Trainer mit einem Pokémon reinlassen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Nur zu deiner eigenen Sicherheit. Wenn du gegen die Arena-Leiterin antreten willst, musst du mir ein Pokémon zeigen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Wenn es weiter nichts ist, Chikara. Ich wusste es, du hast schon so ausgesehen, als hättest du ein Pokémon vorzuweisen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Dann hält dich nichts mehr davon ab, dein Können in der Arena von Azuria City auf die Probe zu stellen. Gib alles, bis dann und ciao. Okay. Okay, okay. Aber ich muss schon sagen, diese Arena sieht auch grandios aus. Und dass eine Schönheit im Bikini auf mich hinzukam. Oh ja, das war auch sehr schön. Jetzt kommt mein spritziger Auftritt. Mein Pokémon und ich werden dich bis auf die Gräten nass machen. Versuch's nur, Lady. Versuch mich nass zu machen, wenn du kannst. Oh yeah, das sieht sexy aus. Schönheit Lilly. Warum nicht? Ah, und ein Goldini. Standard. Einfach Standard. Level 16 ist doch ein bisschen heftiger jetzt als gedacht. Aber gut, ein Absorber müsste theoretisch auch reichen. Wow. Das war doch ein bisschen heftig. Aber das ist umso heftiger jetzt gewesen. Mit einem grandiosen Volltreffer wird Goldini zurück in sein Goldfisch. In ihr Goldfischglas geschickt. Los! Was? Ey! Tod! Jetzt schwächel mal nicht! Schwächel mal nicht! Schnabel? Ernsthaft? Wieso zum Kuckuck kommt sie erst jetzt mit so einem Angriff? Okay, King. Zeig, was du drauf hast. Und als nächstes setzen wir erstmal einen Beleber ein. Diese Erfahrungspunkte sollen Todd nicht verwehrt bleiben. Oder Toad. Yo, Toad. Sollen jene Erfahrungspunkte nicht verwehrt bleiben. Aber ich frag mich wirklich, weshalb hat sie Schnabel nicht von Anfang an benutzt? Tja. Ja, wirklich eigenartig. Na, was soll's? 102 Erfahrungspunkte. Gut. Blubber, blubber. Ja. Sehen wirklich sehr schön aus. Na? Der Sprung vorhin hat mich wohl zu viel Energie gekostet. Jojo. Man sollte immer auf seine Energie achten. Alte Weisheit, die ich jetzt auch einsetzen werde. So. Vollständige Lebenspunkte wieder erreicht. Aber jetzt müssen wir kurz mal was anderes gucken. Kann Toddy auch irgendeine Technik... Warte mal, erlernbar? Warte mal, Pikachu kann Zahltag erlernen? Das ist mal interessant. Wirklich interessant. Pikachu kann Zahltag. Okay.
Und ab jetzt kann Toad Kopfnuss. Oh yeah, wir gehen mit dem Kopf durch die Wand. Hallo, nächste Schönheit. Komm zu mir her. Hier ist meine Telefonnummer. Du willst gegen mich kämpfen, Süßer? Aber gerne. Dann pass lieber auf, ich bin nämlich eine Dame, die mit allen Wassern gewaschen ist. Oh yeah. Wieder mal eine Schönheit im Bikini. Violet. Oh yeah. Mit Muschas. Okay, ich denke mal, dieses Mal hat Toddy hier eine etwas bessere Chance zu gewinnen. Vor allem, wenn wir erstmal Schlafpuder einsetzen. Aquaknarre. Ha, das bringt ja sowieso nichts. Los, Schlafpuder! Yeah, Toddy ist eingeschlafen. Muschas. Toad, jetzt Absorber. Muschas wird jetzt verlieren. Das ist ja mehr als klar. War das ein Volltreffer, etwa? Na? Schwer zu sagen. War wohl eher kein Volltreffer. Aber wir hätten von Anfang an eher jetzt mal Schlafpuder einsetzen sollen. Naja. Wie dem auch sei. Was, nur 97? Jetzt bin ich klatschnass. Naja, du bist ja auch ins Wasser gesprungen, also. Damit hättest du rechnen müssen. Oder? Lady? Durch die bitteren Tränen meiner Niederlage ist das Wasser im Pool ganz salzig geworden. Sowas passiert häufiger, als man denkt, auf andere Art und Weise. Hast du diesen Sprung eben gesehen? Der war doch mindestens eine Goldmedaille wert, oder? Kann ich schwer beurteilen. Aber bei mir kriegst du eine Platin-Medaille. Platin ist ja eigentlich ja besser als, na, Gold. Meiner Ansicht nach. Joop. Na, in dieser Arena gibt es jetzt mal ein bisschen eine Abwechslung. Zuerst ein Goldini, dann ein Muschas und jetzt auch noch ein Joop. Also, oh nein. Zurückgeschreckt, blöd. Aber jetzt gibt es hier wenigstens mal ein bisschen Vielfalt in der Arena. Los, Schlafpuder! Okay. Gut, Joop ist eingeschlafen. Ah, das wäre eigentlich auch ein sehr schönes Teammitglied eigentlich. Joop. Hätte ich einen Joop im Team, dann würde ich es auf jeden Fall Robby nennen. Auf jeden Fall Robby. Das ist klar. Robby. Wehe, du was auf. Nein! Miss! Verdammt nochmal. Pokémon wechseln. Shikara, du musst deinen Britzel-Turbo gleich mal ausprobieren. Wirklich blöd. Aber ist ja auch ein bisschen blöd, dass das Trainieren hier, naja, nicht normal klappt. Wir müssen ja immer Pokémon mit Pokébällen fangen. Na gut, Britzel-Turbo. Einsetzen. Yeah. Erinnert mich eigentlich ein bisschen an Voltackle. Ja, erinnert mich wirklich ein bisschen an Voltackle. Gut, und jetzt Level 17. Gut. Initiative hat sich erhöht. Gut. Und Toad erreicht Level 14. Gut. Deine Pokémon verdienen eine Goldmedaille, Süßer. Oh yeah. Und du meine Nummer. Der Pool dieser Arena ist mit Meerwasser gefüllt. Ist es dann nicht generell ein bisschen salzig? Denke ich doch. Meerwasser ist doch immer salzig. Ich erinnere mich da ja schon mal gut daran. Als mir mal erzählt wurde. Ja, obwohl eigentlich ja nicht so genau. Naja, auf jeden Fall Meerwasser ist sehr salzig. Ziemlich salzig. Ach ja, sowas mal. Ich erinnere mich an eine Geschichte, ja. Es war vor langer, langer Zeit, so dass ich überhaupt nicht weiß, wann das so gewesen war. Aber ja, die Mutter einer Freundin von meiner Mutter, damals, als sie noch klein waren, hatte, glaube ich, auch mal Meerwasser ja mit nach Hause genommen und wollte damit Nudeln kochen.
Und ja, was war das Ende des Liedes davon? Ja, die Nudeln waren vollkommen versalzen. Mhm. Man sollte es nicht übertreiben. Und hallo, Misty! Hey, du! Was ist dein Motto bei Pokémon-Kämpfen? Misty sieht ja eigentlich auch wirklich vieles besser aus. Also, mein Motto lautet... Ein Kampf gewinnt man mit dem gnadenlos offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Und ich muss eigentlich sagen, neben der Misty-Version aus Generation 4... Ja... Ist sie hier wirklich eine meiner Liebsten. Mistys. Also, dann bist du bereit dafür, gegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Nimm dich vor meinen Liebling in Acht! Wow! Aber ich muss wirklich zugestehen, diese Misty gefällt mir auch. Mhm. Ja, ja. War zwar eigentlich eher ein Fan von Erika, aber... Hey! Misty sieht ja auch gut aus. Und Anton? Also im Original hatte sie anstatt Anton Sterndu und Starmie. Hat sie denn jetzt nun hier Anton und, Entoron? Könnte doch angehen, dass sie jetzt Anton und Entoron im Team hat. Oder vielleicht, obwohl, nein, sie muss jetzt anstatt Sterndu Anton haben. Ja, und dann trotzdem immer noch Starmie. Denn es gab doch mal einen Trailer, wo sie vorgestellt wurde und da war Starmie dabei gewesen. Okay, versuchen wir es mit zweimal Wachstum. Hm. Dann müssten wir recht gut aufgepowert sein. Um mit einem Absorber Anton aus dem Spiel zu nehmen. Oh yeah, Absorber to the win. Komm schon, Toad, zeig, was du drauf hast. Mario ist nicht der Einzige, der was kann. Sondern auch du. Hm. Sondern auch du. Du und sonst keiner. Oh, Anton ist aufgewacht. Aber was soll's. Die Lebenspunkte, die ich jetzt verloren habe, hole ich mir jetzt wieder rein. Genial. Hm. Aber die Levels der Arenaleiter, Pokémon und so, sind ja eigentlich auch ein bisschen angepasst hier im Spiel. Ansonsten war es ja eigentlich ja immer so gewesen, dass... Ja, Starmie auf Level 21 doch er ist. Ja, so war's doch eigentlich. Oh, verdammt nochmal, was hat dieser Sternschauerangriff so viel Schaden gemacht? Und hierbei kann man jetzt überhaupt nicht sehen, ob Starmie nun schläft oder nicht. Ist wohl ein Fall von, ich schlafe mit offenen Augen. Ich bin allzeit bereit zu kämpfen. Mhm. Mir entgeht nichts. Aber ich frage mich eigentlich wirklich, wie können manche Leute mit offenen Augen schlafen? Hatte ich noch nie so ganz verstanden, wie das überhaupt geht. Hm. Ist das dann eigentlich ja eher so, als wenn man irgendwie weggetreten? Tja. Also so eher ohnmächtig irgendwie. Wachkoma oder so. Hm, aber ich denke, wir bräuchten nochmal einen Wachstumangriff. Ja, dann haben wir gleich Spezialangriff Stufe 3. Ja, damit müssten wir dann auch Starmie gleich erledigen können. Ohne, dass sie vielleicht einen Trank gleich einsetzt. Na? Oh, verdammt nochmal. Naja, zum Glück kann man mit einem Sternschauer nicht zurückschrecken. Gott. Ah, verdammt nochmal. Hm, das war jetzt nicht so wie erwartet, muss ich sagen. Gut, und da sie gleich ja sowieso, denke ich... Obwohl, sie setzt keinen Trank ein. Das kam ein bisschen unerwartet. Ich hatte jetzt wirklich damit gerechnet, dass sie einen Trank einsetzt. Arenaleiter hatten das doch auch schon mal getan. Hm. Eigenartig, eigenartig. Na, was soll's. Ein Absorber jetzt nochmal. Und Starmie ist Geschichte. Und wetten, wir kriegen gleich als TM Sternschauer. Das wäre jetzt wirklich sehr wahrscheinlich. Aber ich muss schon sagen, bisher ist die Arena von Misty meine Lieblingsarena. Bisher. Die anderen die anderen sechs Arenen mögen zwar noch kommen, aber... Ja, bisher gefällt mir diese Arena wirklich gut. Auch so der Hintergrund. Genial. Wow, ich habe verloren. Ja, und wir gewinnen 3040 Poké-Dollar.
Genial. Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Ich überlasse den Quellorden als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Yeah! Hau rein, Partner! Und wir erhalten den Quellorden. Mit den Quellorden in der Tasche gehorchen dir alle Pokémon bis Level 30, die du von anderen Trainern bekommen hast. Außerdem kriegst du noch diese tolle TM von mir. Siedewasser! Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, weil sie ja kein Siedewasser eingesetzt hat. Mit der TM29 kannst du Pokémon die Attacke Siedewasser beibringen. Wende sie auf Pokémon an, die im Wasser leben. Jo, auf jeden Fall für die Seekönigin. Und was willst du, Pikachu, jetzt? Yeah! Man sieht sofort, wie glücklich Shikara über den Sieg ist. Das gefällt mir. Das gefällt mir, Kumpel. Ja, das gefällt mir. Da kraule ich dich erstmal über deine Kappe. Ja, und dann kriegst du noch... Warte mal. Oh, du könntest ja mal diese Beere mal essen. Na, wie mag... Wie schmeckt sie dir? Wohl sehr gut. Ah, das gefällt Pikachu. Gott. Genial. Der zweite Arena-Orden ist unser. Du hast Misty besiegt. Gut gemacht. Euer Kampf war ein ganz schönes Spektakel. Das Wasser ist bis hierher gespritzt. Jo. Jo, jo, jo. Pokémon Arena von Azuria City, Arena-Leiterin, die Schönheit Misty. Anerkannte Trainer Steve und Phantom Heart. Gott. Adios, Mädels. Ich komme euch bald mal wieder besuchen. Ach, wirklich eine schöne Arena. Und was kommt jetzt noch hier? Okay, ich hatte jetzt wirklich damit gerechnet, dass irgendwas jetzt hier kommt. Und dieses Haus stand auch nicht schon immer hier. Nee, 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 dieses Haus war noch nie da gewesen im normalen Spielverlauf. Okay, dieses Elektroball vielleicht schon, obwohl es könnte auch mal ein Fleckmon gewesen sein. So, gibt es hier Superbälle zu kaufen? Das will ich jetzt mal kurz mal nachschauen. Ja, es gibt Superbälle zu kaufen. Gut. Da kaufen wir dann doch gleich mal... das übertreiben wir mal nicht. 20 Stück. Ja. Gott, im nächsten Part. Ah, du kommst als Bonus noch 2 Premierbälle hinzu. Gut. Na, das ist doch genial. Das ist doch genial. Gott, dann werden wir jetzt also mal jetzt nochmal kurz ins Pokémon-Center gehen, unsere Pokémon schon mal heilen lassen und im nächsten Part schauen wir uns nochmal ein bisschen hier um in der Arena von Azuria City, sondern mal kurz noch in der Stadt Azuria City. Und danach machen wir die Nuggetbrücke. Und fangen uns dann auch nochmal ein Glumander. Obwohl, vielleicht machen wir es ja eher so, wir kümmern uns erst einmal um die Nuggetbrücke im nächsten Part und um Glumander. Danach müssen wir sowieso ja zum Haus von Bill hin. Und dann, wenn wir dann ja wieder zurückgehen, dann können wir uns ja nochmal kurz umsehen in Azuria City. Und somit sage ich dann jetzt mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir die Nuggetbrücke machen werden. Bis dann und ciao, sagt euer Phantom Heart. Und hat euch dieser Part gefallen, lasst einen Daumen nach oben, ja, oben da oder auch ein Abo, ja. Das würde mich sehr freuen. Bis dann und ciao jetzt.